Hochheidetag am kahlen Pön bei Usseln. Von der Stolberghütte aus geht der Blick weit nach Nordrhein-Westfalen hinein ins Sauerland und die Stolberghütte, noch ruht sie im Morgenlicht, ist Ausgangspunkt vieler Wanderungen. Hoch zum kahlen Pön, wo dann die Heide blüht. Rund 90 Hektar Heide gibt es, 190 Hektar Heide gibt es noch im Hochsauerland und im Waldecker Upland. Eine seltene Bergheide eigentlich, wesentlich kleiner als die Lüneburger Heide und mit sehr vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten, das auch bei den Führungen immer wieder betont wurde. Hochheidetag hier auf dem kahlen Pön. Es ist schön, hier oben zu sein, wenn wir hier unsere Blicke schweifen lassen auf die schöne Heide hinter uns, aber auch hier auf dem Berg. Berge üben immer eine besondere Faszination aus. Nach der Anstrengung des Aufstiegs, auch wenn es nur ein kleiner Aufstieg ist, fand ich es schon anstrengend. So können wir aber jetzt hier ganz bewusst zur Ruhe kommen und genießen. Die Landschaft, die Heide, Gottes gute Schöpfung, den Ausblick und vielleicht auch den frischen Wind. Und so fühlen sich viele von uns hier oben auf dem Berg Gott näher als unten im Alltag des Lebens. Mein Auge hält Ausschau nach einem Gesicht. Dein Blick trifft ins Schwarze. Pupillen tiefer als Brunnen schenken Ansehen unerschöpflich. Wir singen das Lied Geh aus, mein Herz, die abgedruckten drei Verse. Wir hören vorher ein kurzes Vorspiel. Sich dann an Gott wandten in ihrer Verzweiflung,
und er nahm ihnen ihre Angst. Er zeigte ihnen den richtigen Weg und gab ihnen Zukunft. Und sie wussten wieder, wohin sie gehörten. Sie alle sollen sich bei Gott bedanken, dass er sie so liebevoll umgab. Und danken sollen sie ihm für seine Wunder, für das unaussprechlich Gute, das sie erlebt haben. Wie Gott aus Dunkel hell macht. Aus Unglück Glück. Aus kommt mir Hilfe. Aber da, ich sehe einen Brunnen. Eine Quelle in der Wüste. Oh, tut das gut. Das Wasser. Wasser des Lebens. Aber was ist das? Eine Stimme?